Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind in der Kinta. Allerdings wird das, glaube ich, heute mehr so ein Mischvideo. Ich muss nämlich gleich nach der Kinta nach Hause fahren, die Kinder von der Schule abholen und ja, den Familienhaushalt alles rocken. Und Alex ist hier den ganzen Tag beschäftigt. Er sagte auch, wahrscheinlich wird es spät abends. Denn heute ist der erste große Meilenstein hoffentlich geschafft und wir bekommen unsere Bodenplatte ins Haus. Seit 8 Uhr sind die schon zu dritt am Machen und ich nehme euch gleich mal mit runter. Ich war allerdings schnell eben kurz für die Männer einkaufen. Ich versuche mich auch immer hier gut um die Männer zu sorgen. Und ich habe diese Woche Alex gar nicht gesehen. Also von Montags bis Freitags war das dann immer mal abends. Genau, wir hatten eigentlich nur Zeit zusammen, wenn die Kinder geschlafen haben. Aber das ist okay, das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre so sein. Aber man weiß ja, wofür man das macht und wir kennen das Ganze ja auch schon. Weil ich manchmal mal Nachrichten bekomme, so, ah, das geht vielen Familien so, das weiß ich. Und wir hatten diese Zeit auch schon im Leben, dass wir uns nur noch die Türklinke in die Hand gegeben haben. Weil wir in verschiedenen Schichten gearbeitet haben und dann mit Kindern. Genau, was hat sich halt alles auch ein bisschen verändert. Wofür ich sehr dankbar bin und ich bin auch einfach dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, so ein schönes Haus zu sanieren und zu renovieren. Auch wenn es viel Geld, viel Zeit, viel Geduld und viele Nerven kostet. Und glaubt mir, auch wir haben Tage, wo wir einfach denken, warum machen wir das? Warum tun wir uns das an? Wieso nicht einfach in Ruhe leben und einfach mal nichts zu tun haben und Termine im Kopf? Aber ja, das sind halt wir. Ihr kennt uns. Wir lieben es, alte Häuser zu renovieren. Es macht einfach so viel Spaß und dieses Haus ist ja hier für uns. Wir möchten hier mit unserer Familie leben. Die Kinder sollen hier groß werden. Wir möchten hier auf der Insel bleiben, auf Madeira. Und es ist einfach ein Träumchen. Ich wollte Alex jetzt mal gerade Wasser runterbringen. Ich habe auch noch Seife gekauft fürs Waschbecken, weil ich gesehen habe, dass die Kernseife leer ist. Denn ich glaube, heute Abend wird mal drauf angestoßen. Ich werde ja nicht hier sein, aber die Männer können ja mal auf die Leistung anstoßen. Das haben sie definitiv verdient. Als ich letztens hier war, habe ich gesehen, dass hier nur noch so ein paar Reste Kernseife sind. Alte Seife. Und ich wollte jetzt einfach mal hier das hinstellen. Die können hier natürlich noch schön aufbrauchen, aber genau, darf auch mal sein. Wenn das geschafft ist, geht es schon an das Obergeschoss. Da wird dann der nächste Boden gegossen. Das ist nochmal ein größerer Kostenaufwand. Müssen wir erstmal kalkulieren und schauen, ob wir damit starten können. Aber dann haben wir auch schon wieder eine Geschossdecke drin und dann ist das Haus fast wieder instand gesetzt, da fehlt nur noch Dach und Fenster. Ja, ein bisschen dauert es noch. Ich räume schnell den Kühlschrank für die Männer ein. Ich hatte auch schon gefragt, ob sie noch eine Mikrowelle brauchen zum Essen aufwärmen oder eine Kaffeemaschine. Irgendwie wollen sie alle nicht. Für mich ist das ganz selbstverständlich, dass sich hier jeder wohlfühlt bei der Arbeit und dass jeder auch Essen trinken hat und auch sich das Essen warm machen kann. So, oh Gott, unglaublich. Ich sage immer, Teeküche da hinten zu dem kleinen Anbau ist schon geschafft. Hier geht es dann weiter. Die Küche ist auch fast fertig. Dann kommt das Esszimmer. Und die sind jetzt seit 4 Stunden dabei. Von 8 bis 12 jetzt. Alex ist draußen, den Beton mischen. Und dann kommen sie hier wieder mit dem Schubkarren reingefahren. Wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, da haben wir mit der Bodenarbeit gestartet. Da haben die ja diesen ganzen Raum in einem Tag gemacht. Deswegen wird es spannend, wie lange die Männer heute Abend brauchen. Aber sie haben gesagt, sie machen gerne Überstunden. Wir haben nicht gefragt. Wir haben nämlich immer schon gesagt, wir werden nie unsere Mitarbeiter nach Überstunden fragen. Ich glaube, die haben einen anstrengenden Job. Wenn das von denen auskommt, dann ist es was anderes. Und wir haben einfach ganz, ganz tolle Menschen hier, die gesagt haben, wir ziehen heute durch und machen auch gerne länger. Da freut Alex sich natürlich auch, dass er dann bis zum Schluss hier Unterstützung hat. Genau, Gerüst steht hier, weil noch ein bisschen was am Dach gemacht wurde. Das müssen wir auch nach und nach jetzt abreißen. Da ist Alex. Ich hab da hinten Wasser. Und rein. Genau. Ich hab hier sein Wasser. Ich habe ihn auch Frühstück gemacht. Er hat noch keine Zeit gehabt, das zu essen. Genau, so ist der Bock. Oh, da wird geschüppt. Das ist ziemlich laut hier. Rein damit. Ich hatte ihnen heute ein Sandwich gemacht. Oh, sieht man nicht. Ein Sandwich mit Salat und Käse und ein bisschen Salami. Ich lasse meinen Mann auch nicht ohne Essen zur Arbeit, oder? Das mache ich aber auch gerne, ihm Essen vorzubereiten. Wobei ich sagen würde, ich habe den einfacheren Job von uns beiden. Ich habe nur die Kinder und den Haushalt und die Hunde, worum ich mich kümmern muss. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Eben war eine Nachbarin hier, die sucht ihre Katze. Ich bin jetzt schon ganz oft abgelaufen.
aber ich habe nichts gefunden. Muss ich nachher noch mal eine Runde machen. Die ist ganz aufgelöst und sucht ihre Katze. Sie ist weggelaufen. Ich habe immer noch diese Entzündung im Auge und zwischendurch kann ich auf dem rechten Auge nichts mehr sehen. Ich glaube, ich muss doch mal zum Arzt. Genau. Ich werde jetzt gleich nach Hause fahren zu den Kindern. Da gibt es wieder Familienalltag für euch. Aber die sind echt schon weit gekommen drin. Das halbe Esszimmer ist schon fertig. Und dann werde ich euch im nächsten Kinder-Update euch nochmal zeigen, wenn alles drin ist. Das ist einfach unglaublich. Und ich wollte jetzt, bevor ich gehe, noch ein bisschen Obst und Gemüse einsammeln und mir noch ein paar Avocados vom Baum holen. Habt ihr diese Lanze? Die war schon hier, die haben wir mitgekauft. Damit pflücke ich mir meine Avocados. Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Gott, bin ich glücklich. Beim Ernten, das ist nicht normal. Irgendwie zum Ursprung zurück, oder? Hat eine komische Form, aber die sieht gut aus. Ha. Noch ein paar. Bevor die mir alle runterfallen auf den Boden und schlecht werden. Ich glaube, eben habt ihr es nicht gesehen. Ich habe mir nämlich eine andere geschnappt hinten am Baum. Yay, ich hab sie. Ich hab sie. Oh mein Gott. Auch gut. Yay, das ist besser. Ich bin so happy. Okay, die Männer reden gerade über mich. Keine Ahnung, ich glaube, die wollen mir gerade Tipps geben. Nehme ich gleich gerne an. Aber es gibt bald Avocado-Brot und ganz viel Guacamole mit Nachos. Und Tacos. Ich bin wieder zu Hause. Herzlich willkommen zu Hause. Die Kinder sind jetzt da. Ich habe hier jetzt noch eine Butterbrotdose. Die wurde nicht ganz aufgegessen. Dann stelle ich die immer gerne einfach mitten auf den Tisch. Ich wollte jetzt aber auch den Tisch decken zum Basteln und so. Wir haben ein paar tolle Sachen. Das sieht hier so aus. Ich habe mich für Servietten entschieden. Ich fand das Muster so süß mit diesen Monstera-Blättern. Ganz niedlich, pinkes Band, verschiedene Farben. Das geht morgen mit in die Schule. Und das Bett wurde auch geliefert. Das ist die Matratze und das Bett habe ich schon nach unten getragen. Das werde ich heute hoffentlich noch schaffen aufzubauen. Während Alex an der Baustelle ist, versuche ich hier die Kinder zu beschäftigen und das Bett unten aufzubauen. Weil endlich könnte ich mich wieder mal nachts dazulegen, falls Moritz wach wird. Die Oma hat nämlich aus Deutschland richtig schöne Sachen mitgebracht. Neue Bastel- und Malsachen. Und das wollte ich gerne heute mit den Mädels machen, weil ich glaube, Alex kommt nicht vor 7 Uhr zurück. Der bleibt bestimmt, bis es dunkel wird da. Und unsere Kinder können das ja sehr gut, sich selbstständig beschäftigen. Aber man kann auch immer mal so ein bisschen was vorgeben. Bevor ich jetzt den Kreativtisch decke, drucke ich auch noch ein paar Lernaufgaben bei SofaTutor aus. SofaTutor ist eine Online-Lernplattform von der ersten Klasse bis zum Abitur, manchmal auch schon für die Vorschule geeignet. Und dort gibt es sehr viele Schulfächer, also es ist für alle Bedürfnisse abgestimmt, ob Deutsch, Mathematik, Sachkunde, Englisch, also da findet ihr alles. Und was ich besonders schön finde an SofaTutor ist, dass die selbstständig lernen können, die Mäuse. Und sie haben jede Menge Spaß und sie haben eine sehr große Nutzungsoption. Also es gibt die Aufgabenblätter, die ich gerne ausdrucke, damit die direkt hier am Tisch lernen können. Es gibt aber auch die ganz beliebten Lernvideos. Die lasse ich super gerne auch einfach beim Kreativsein laufen. Danach kann man interaktive Aufgaben machen. Es gibt einen Hausaufgaben-Chat, da können sich die Kinder Hilfe holen. Und was jetzt auch ganz cool ist zum Neustart von der Schule und dass man nochmal so ein bisschen die Basics abrufen kann. Man kann nochmal wiederholen. Ihr könnt SofaTutor die ersten 30 Tage lang kostenlos testen und über meinen Link spart ihr danach 60% auf das Jahresabo. Das lohnt sich einfach. Probiert es gerne aus. Wir machen das seit Jahren. Ich glaube schon seit Berlin haben wir SofaTutor benutzt und ich finde es einfach schön, dass man so die Noten verbessern kann. Ich zeige euch mal die ganzen Schulfächer. Es gibt sogar Spanisch, Latein, Französisch, Geschichte, Musik. Also wie gesagt, jede Menge. Und ich wollte jetzt mal bitte noch mal ein bisschen Mathe wiederholen. Zahlen kennenlernen. Hier gibt es halt diese coolen Videos. Die sind echt so ultra süß. Doch was sind denn diese ganzen Zeichen? Hier müsste jetzt das Kind die Zahlen in die richtige Reihenfolge sortieren.
Genau, und ich möchte halt jetzt gerne mal so eine Klassenarbeit für Mathematik ausdrucken. Das können wir jetzt gleich schön zu Hause machen. Wir haben bekommen aus Deutschland diese coolen Pastellfarben. Damit wurde gestern auch schon reichlich gemalt. Dann haben wir Schablonen bekommen mit richtig coolen Motiven. Das hat Frieda für Moritz gemalt, als sie zu Hause war, weil sie krank war. Das ist jetzt Polizei. Dann gibt es hier Herbstbastelsets, das finde ich auch immer süß, so ein bisschen in Jahreszeiten nachzubasteln. Passt ganz gut, weil es jetzt ein bisschen regnerisch geworden ist. Prägestempelset, damit können wir uns auch mal ausprobieren. Und noch ganz viel Acrylfarbe. Die ist nämlich leer gegangen, das hat auch perfekt gepasst. Das ist jetzt aber auch nicht. Machen wir später Knete, Luftballons. Und ich mache das total gerne, dass ich den Tisch so vorbereite für die Kinder. Einfach, weil ich weiß, dass sie sich dann noch lieber und noch länger mit allen Sachen beschäftigen. Und ich habe hier noch Sticker gefunden. Die habe ich letztens auch noch gekauft. Stickern geht halt immer auch für Moritz. Damit kriege ich den auch gut beschäftigt. Da steht das Bett. Die Matratze ist oben. Das hatte ich auch alles aussortiert. Das sind auf jeden Fall Sachen, die zu klein sind oder die übelst dreckig sind, wo ich das nicht mehr rausbekomme, die Acrylfarbe und so. Er ist halt immer draußen und am Fahrradfahren. Da kommen halt auch mal so Flecken hinzu an den Knien und am Popo, die werde ich jetzt einfach mal gesondert nochmal versuchen zu waschen. Bei dem Acryl weiß ich einfach keine Chance, aber das T-Shirt bleibt um zu malen. Und das ist einfach schon so klein von Fuchs und Kiwi. Oh, das ist so schade. Das sind meine Lieblings-T-Shirts. Jetzt wird das Basteln schon vergessen, ne? Wer diesen angelt, gewinnt das ganze Spiel. Und das ist immer so süß, sobald ich sofort Foto anmache, in Videos, sind sie wie in Schockstarre und lassen alles liegen. Die hättest du gerne, ne, Sunny? Nee, gibt's nicht. Ich hoffe, es ist nicht so schwer zusammenzubauen. Ich schaffe es ohne Alex. Ich schaffe das ohne Alex. Und wenn nicht, ist auch egal. Dann baut er das morgen weiter. Ich muss erstmal selber schauen. Ich habe 4 Kinder hier, wie weit ich komme. Ich muss gerade in den Keller. Da warst du. Ja, sorry. Wir haben immer Frösche im Keller und Kakerlaken. Gott sei Dank keine Lebenden mehr. Hier müssen wir unbedingt auch mal ran. Hier ist der Koffer. Jetzt hier eine Bohrmaschine drin, das wäre mega. Ich bräuchte noch einen Cutter. Ich hasse Keller. Ich bin auch echt froh, dass wir keinen Keller an der Kita haben. Nice. Ich weiß ja gar nicht, ob ich es heute schaffe aufzubauen. Nicht, dass ich jetzt alles abbaue und nachher klappt es aber nicht mit dem Aufbau. Dann hat Moritz nachher doch kein Bettchen. Das vielleicht erstmal einfach raus. So, meine Maus hat noch Kleber gebraucht. Was denn? Frage ich mich schon wieder, wieso tue ich das? Anleitung ist dabei. Ich bin gespannt, wie schnell es jetzt vorangeht. Mücke. Mückenklage hier. So sieht das Ganze aus. Das ist so ein Montessori-Bett, so nennen die das. Habe ich bei Huma bestellt. Ich weiß dann nicht, ob es das bei euch auch gibt. Das ist so ein Dachhimmelbett. Ich habe auch dazu die passende Dings schon gekauft. Ich brauche ein Kreuz, einen Schlitz, eine Bohrmaschine und einen Hammer. 30 Minuten mit 2 Mann. Ich bin alleine. Also brauche ich vielleicht 2 Stunden. Das ist das Allerwichtigste für Moritz. Häng dich nicht oben an das Dach. Das kann er nämlich machen wie ein Affe. 2 × 5. Normalerweise würde so eine Aufgabe Alex übernehmen. Aber Alex ist am Bau an der Kita. Das heißt, ich übernehme das. Weil ich kann eher ein Bett aufbauen, anstatt an der Kita eine Betonplatte zu gießen. Und wenn ich das hier geschafft habe, dann muss ich auch schon Abendessen machen, falls ich nicht sogar unterbrechen muss und erst Abendessen machen muss. Oh, das war falsch. Doch, ist interessant, wie ich hier aufbaue. Und direkt ist schon ein Ding versenkt. Ich habe es einfach ins falsche Loch gesteckt. Komm raus. Bitte. Dadurch braucht das alles noch länger. Und schon habe ich Unterstützung von allen Seiten. Frieda und Moritz auf links und rechts. Super, Moritz. Ganz großes Interesse am Werkskoffer, ne? Ein paar fehlen noch, ne? Ich versuche mich gerade mit einer Ratsche. Kurzer Zwischenstand. Ich müsste jetzt eigentlich langsam anfangen mit Abendessen, aber ich habe noch ein bisschen was vor mir.
Eventuell mache ich nur Lattenrost rein und mache das Dach morgen. Aber Alex ist jetzt auch gerade gekommen von der Baustelle. Die haben das komplette Erdgeschoss geschafft. Echt krass einfach. Das heißt, Bodenplatte sitzt. Ah, Bettlaken fehlt noch. Ist das schön? Ein großes Bett für ein großes Kind. Ach herrje. Wir räumen jetzt noch die Autos auf, damit wir den Teppich wieder hinlegen können. Ich habe das Bett bezogen. Ich habe ihn komplett nass geschmiert. Das hat 2 Stunden gebraucht. Hallo meine Lieben, es ist der nächste Tag. Ich habe gestern nicht mehr weiter gefilmt. Es war dann irgendwie schnell Abendessen und die Kinder ins Bett, weil es ein bisschen später geworden ist. Aber das Zimmer ist jetzt fertig. Er hat auch schon die erste Nacht geschlafen. Der hat durchgeschlafen. Das ist immer so das Wichtigste, wenn ein Bettwechsel ansteht, dass die Kinder sich wohlfühlen. Ich werde das hier allerdings die Tage noch hübsch machen. Heute schafft es leider nicht mehr, weil Alex und ich jetzt gleich los müssen. Wir müssen uns kümmern um den Boden in der Kinta. Da müssen wir ein Parkett auswählen, wegen der Aufbauhöhe mit der Fußbodenheizung und dem Estrich. So sieht das jetzt hier aktuell noch aus. Da noch ein paar Kissen hinten dran. Hier ist noch eine Lichterkette drum. Aber das machen wir dann alles nochmal in einem anderen Video. Genau, hier hat er heute Morgen schon gespielt und diesen Fleck muss ich mal irgendwann noch rausmachen. Ansonsten ist Alex gestern Abend wiedergekommen und sie haben die Bodenplatte geschafft. Ich versuche euch mal ein Video hier einzublenden. Wir werden aber auch noch mal irgendwann zusammen zu Kinta natürlich fahren. Aber das Erdgeschoss ist fertig. Natürlich konnte er nicht draufgehen, aber ich freue mich schon endlich da wieder rumlaufen zu können. Genau, ein großer Meilenstein. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis schon ganz bald. Ciao, ciao.